Ukraine zum Jahrestag, zweite Kriegsjahr, versammeln sich wieder ganz viele Menschen hier am Brandenburger Tor, insbesondere die Ukrainer natürlich. Die Ukraine lebt in Berlin. Die Ukrainer, gibt es ja mehr Ukrainer als Berliner hier. So, ich versuche mich wieder durchzuschlenzeln. Ich schaffe es hoffentlich durchzuschlenzeln zu der großen Bühne. Oh, das sieht sehr voll aus hier. Mal die Leitlinger nehmen. Hier. Völkermord, ja, Völkermord. Danke, Melitz. Wir haben geschwiegen, wir schweigen bis heute. Wir relativieren. Und wir haben wie viele Marionetten in Europa, die behaupten, dass die Ukraine schuld ist an dem, was da passiert. Aber wir müssen Aggressor und Aggressoren benennen und die Opfer. Und das ist in dem Fall Russland und Putin. Wenn wir diesen Krieg beenden wollen, dann müssen wir unsere Klage an Russland und an Putin richten. Und ich sage es deswegen, weil Putin getragen wird von der Mehrheit. Ach echt? In der Zivilgesellschaft. So, für euch. Und ich möchte trotzdem erinnern an die mutigen Dissidenten, die sich dessen auflehnen. Aber heute geht es um die Ukraine und die Ukrainer, die wir im Stich gelassen haben. Was wir in Europa endlich verstehen müssen, ist, dass die Verteidigung von Frieden nicht umsonst ist. Lebt in Berlin. Sondern dass sie uns was kostet. Und dass wir im friedensverwöhnten Europa endlich akzeptieren müssen, dass die mutigen Menschen in der Ukraine nicht nur sich, sondern Europa, die Demokratie und die Welt verteidigen.